Die Schilddrüse ist ein hormonproduzierendes Organ am Hals, das allgemein gesprochen die Stoffwechselaktivität beeinflusst. So führt eine Überfunktion zum Beispiel zu Gewichtsverlust, Schlafstörung, Unruhe und trockener Haut, während die Unterfunktion gegenteilige Effekte wie Abgeschlagenheit und Gewichtszunahme verursacht. Ein Jodmangel stellt eine der häufigsten Ursachen für Schilddrüsenveränderungen dar. Häufig werden Knoten an der Schilddrüse festgestellt, die hinsichtlich ihrer Lage, ihres Erscheinungsbildes im Ultraschall, der Stoffwechselaktivität in der Szintigraphie zu beurteilen sind, was letztendlich die Beschreibung dieser Knoten für den Patienten sehr verwirrend macht. Es muss aber geklärt werden, ob eine konservative Behandlung und Beobachtung ausreicht oder ob aufgrund von Hinweisen für Bösartigkeit oder Beschwerden durch die Schilddrüsengröße selber oder Knotengröße selber eine operative Behandlung notwendig ist. Bei sogenannten heißen Knoten oder nach Operation bei bösartigen Schilddrüsentumoren kann eine Behandlung mit radioaktivem Jod möglich sein.